Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Die Gilde 2, die Seeräuber der Hanse. Wir befinden uns hier jetzt in unserem trauten Heim, in unserem Häuschen und unser Frauchen ist bereits zum zweiten Mal schwanger geworden. Hip hip hurra! Unser Sohn Hanso, der steht hier, der hat auch schon die Schule abgeschlossen, ist ein braver Junge, hat nicht abgebrochen wie seine, ja, Tanten und sein, also wie sein, seine Tante und sein Onkel, also sein Vater so besser gesagt, nicht der Onkel, waren ja nur zwei Kinder. So, und wir haben ziemlich viel Kohle. Wir können dann bald mal unser Heilerstübchen ausbauen. Kläuschen, unser Papa, der ist in Danzig geblieben, ne? Und wir spielen hier unseren Tietmar. Und der Tietmar, der geht jetzt schlafen. Ad Impera. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Schulheiß Elisa Christerson hat heuer die Umsatzsteuer in Bergen auf 20% festgelegt. Stufenaufstieg. Dietmar Wiegwald ist um eine Stufe aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Super. So, ich speichere mal die ganze Geschichte. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr gespeichert. Spiel speichern. Was nehmen wir? Ja, das werde ich nehmen. Hallöchen, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben wieder mal einen Cut, ne? Und zwar liegt das daran, das Spiel war jetzt mal der Meinung, dass es mich jetzt mal raushauen muss. Und zwar bin ich auf dem Desktop gelandet und das Spiel hat sich beendet. Das Blöde ist, das ist während dem Speichern passiert. Somit hat er jetzt den Spielstand gelöscht gehabt. Und nicht gespeichert. Ja, ich habe jetzt ganz, ganz schnell quasi bis zu dem Punkt circa gespielt, wo wir jetzt vorhin aufgehört haben, aufhören mussten. Was hat sich geändert? Was hat sich getan? Wir haben geheiratet. Und zwar diesmal nicht Minerva, weil wenn wir jetzt ein Spiel laden, kann es passieren, dass wir Menschen, die wir vorher gekannt haben, dass es die jetzt nicht gibt oder einen anderen Namen haben. Unsere Emma hier, die bereits gestorben ist, unsere Emma hier war quasi jetzt unser Frauchen, hat uns einen gesunden Sohn geschenkt, den wir gleich Hanso getauft haben. Das blieb gleich, aber eben aus Minerva wurde jetzt Emma, die leider an einer Krankheit gestorben ist. Wir konnten sie nicht heilen, da unsere Anglerstube dafür nicht gut genug war. Also wir hätten da schon das Hospital gebraucht und dafür hat Dietmar zwar die Kohle, das einzig Positive, wir haben jetzt wesentlich mehr Geld als bei der vorigen Runde, aber wir haben nicht genug Erfahrung, um ein Hospital bauen zu können. Und somit ist unsere arme Emma leider verstorben. Dietmar hat jetzt seine Trauer überwunden und kann sich jetzt ein neues Frauchen suchen. Ein Kontor kauft Rohstoffe an. Ja, das ist mir jetzt momentan Blumsen. Unser Dietmar ist jetzt 33 Jahre alt. Das heißt, ich möchte ihm gern ein Frauchen suchen, das ungefähr in seinem Alter ist. Wen hätten wir denn zur Auswahl? Alda. Oh, die ist 24, die ist ein bisschen jung. Primavera. Die wäre 26. Mabel. Die wäre 27. Wie spricht man das aus? Charity. Charity? Charity 31. Edna wäre auch 33. Edna. Edna würde sich anbieten, ha? Machen wir Edna. So, nicht zumachen. So. Wo ist sie denn? Edna. Sie ist Handwerkerin. Perfekt, brauchen wir nicht durchlesen. Das geht jetzt flott. So. Ich hoffe, sie ist irgendwie... Die Umsatzsteuer wurde geändert. Oh, da ist sie. Ihr seid eine schöne Frau. Darf ich euch ein Stück des Weges begleiten? Ich habe nichts dagegen. Und hübsch ist sie auch noch. Eine Werbung hat begonnen. Sehr gut, dann fangen wir gleich wieder an mit Umarmen. Die Handwerker gehen einfach am einfachsten, die gehen schnell und unkompliziert.
war schön. Danke. Gesundheit. Gut, möchtest du mir bitte folgen? Und zwar Abmarsch in die Taverne. Da spulen wir jetzt ein bisschen vor, damit es schneller geht. Wie gesagt, Geld haben wir genug. Oh, Momentchen. Ich werde gleich die Heilerstube ausbauen lassen, ne? Stufen zum Krankenhaus. Das machen wir gleich nebenbei. So. Und zwar werden wir wieder in den Super hüpfen mit unserer Schnucki-Mausi. Sofern sie... Da ist sie. Gerare humanum est. Hüt. Alea jacta est. Sehr gut. Da spulen wir gleich wieder vor. Sachen gibt's. Unfassbar. Manchmal kann die Technik einen ziemlich arg sigieren, ne? Hm? Was rülpst denn da rum, du Pferd? Alea jacta est. So, gehen wir mal ein bisschen dahin. So, dass wir ein bisschen Platz haben. Als nächstes kriegt die Süße ein Küsschen von uns. Alea jacta est. Einen fetten Schmatzer. Ihr küsst sehr gut, mein Herr. Ja, lange Jahre Übung, meine Gute. Das hat das vorige Frauchen auch gesagt. Und wir werden sie jetzt zum Tanzen auffordern. Schwing die Hüften, Baby. Schau, sogar mit Sänger, also mit Musik. Boah, aber der Dietmar schaut wesentlich älter aus als sie. Voll zusammengeschunden. Arme Sau. Ihr seid ein guter Tänzer, mein Herr. Vielen Dank. Ja, gerne, Schnucki. Jemand hat sich in euch verliebt. Sehr Ui gut. Bono. Und das Beste ist, sie ist gesund. Noch. Möchtet ihr die Mutter meiner Kinder werden? Ich schwöre, auf immer treu für euch zu sorgen. Ja. Sehr schön. Wir haben wieder ein Frauchen. Sehr toll. Gut, dann marschieren wir gleich nach Hause, ne? Und weihen unser Zuhause gleich ein. So. Ein Gebäude wurde aufgewertet. Euer Gebäude, Krankenhaus, das Heilmittel, wurde erfolgreich aufgewertet. Das ist fein. Moment, schauen wir gleich. 571. Ja, ihr seht, Geheimwissen habe ich wieder hochgepusht. Rhetorik, ja, geht. Charisma nehmen wir einmal. Zweimal. Jawohl, Stufe 5. Das läuft. Jetzt bauen wir gleich unser Ding nochmal aus. Gleich hier, ja. Gleich zum Hospital. Perfekt. Gemeinsame Nacht verbringen. Als euer Ehemann ist es mir ein Bedürfnis, euch heute ins Schlafzimmer zu führen. Kommt, mein geliebtes Weib. Gerne. Gerne. Zwinker, zwinker. Gut. Wie schaut es mit unserem Häuschen aus? Wir können ja wieder was erweitern, ne? Und zwar Sumpfwurzel. Was hat es mit dem auf sich? Der Extrakt dieser unscheinbaren Wurzel verbreitet einen wohligen Geruch, der einen jeden in seinem Bann zieht. Einem Duft beigemengt wird sich diese Wirkung vervielfachen. Gut, mitgenommen. Esculap-Stab. Wer den Stab des Esculap mit sich führt, der wird für einige Stunden vor jeglicher Krankheit gefeit sein. Grund dafür mögen die ätherischen Öle sein, mit denen der Stab eingerieben wurde. Besonders abergläubische Menschen aber behaupten, starr und fest, allein die Aura des Stabes würde alles Übel fernhalten. Lernen wir auch gleich. Oh, und die Wundersalbe, ganz, ganz wichtig. Wundersalbe wird von Heilern gegen alle körperlichen Schäden eingesetzt. Sofort. Medizinflasche ist auch wichtig. Diese Flasche enthält eine für die meisten Leute wunderhafte Flüssigkeit, die sie durch Gottes Segen von den schlimmsten Krankheiten zu heilen vermag. Ein studierter Arzt kann der Daob aber nur die Augen verdrehen, weiß er doch um die Wechselwirkung von Sumpfwurzeln und Lavendel. Aber was soll's, Glaube versetzt bekanntlich Berge.
Mit diesem Mittel lassen sich Grippe, Lepra und Brandwunde auskurieren. Sehr schön. Dann haben wir hier einen Arztkittel. Wenn eure Angestellten diese aus gewachsenen, weißen Leinen hergestellten Kittel tragen, ihr habt eine Unteraufgabe erfüllt. Gut. Vermitteln sie den Patienten leicht das Bild unfehlbarer Heiliger. Zudem weisen die Kittel natürlich jeglichen Schmutz ab. Patienten, die eure Halbgötter in Weiß gesehen haben, kommen garantiert wieder. Attraktivität für Kunden plus 25 Prozentpunkte. Sofort. Die Lagermenge nehmen wir wieder, den Lagerplatz nehmen wir freilich wieder mit, einen Angestellten mehr. Diagnoseglas. Dieses Glas ermöglicht es euren Angestellten, die Auswirkungen von Krankheiten besser zu erkennen und da ob effektive Arzneien gegen eben diese Siechen herzustellen. Die Produktivität, euch wurde ein Sohn geboren. Gleich, die Produktivität eures Betriebes erhöht sich um 20 Prozentpunkte. Sohnemann, Theodore, Edna Wiegwald hat heuer einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Welchen Namen wollt ihr eurem Sohn geben? Der eine heißt Hanso. Machen wir aus dem vielleicht einen Doktor. Nehmen wir Alexander. Alexander. So. Nehmen. Sehr schön. Wir haben nicht mehr genug Geld. Mich trifft der Schlag. Gut. So. Oh Maria. Sonst ihr doch so viel. Also das hätte es nicht machen brauchen, so viel. Da es war Wunderkuchen. Ja, genau. Gut. Unsere Frauchen. Ja, passt schon. Ein Gebäude wurde aufgewertet. Sehr gut, wir haben unser Hospital. Ja, was nehmen wir denn? Feilschen nehmen wir mal. Ego sum qui sum. Sehr gut. Bei dir. So, jetzt haben wir ein Hospital und noch nichts fertig ausgebaut, ne? Ich freue mich. Und auch noch kaum was hergestellt, fällt mir gerade ein. Ihr Seifentypi, ihr tut's da. Auweia. Lavendel haben wir mehr als genug. Ja, es hilft dir nichts. Müssen wir da mal noch ein bisschen im sauren Apfel herumbeißen. Im auf Gebäude wurde aufgewertet. Stellt eine Pestmaske her. Betretet euer Hospital und stellt aus folgenden Zutaten eine Pestmaske her. Ein Esklubstab, ein Parfüm, eine Medizinflasche, ein Verband. Okay. Esklubstab, Ding. Okay. Ich hätte es vielleicht aufschreiben sollen. Es fehlt uns leider an den richtigen Medikamenten. Spielhilfe. Stufenaufstieg Dietmar, jemand hat sich eure verliebt, Heiler können ihre Spielhaus, Patienten nicht behandeln. Behandlung unterbrochen, Werbung hat begonnen, Umsatzsteuer wurde geändert, Spielhilfe und nochmal Rohstoffe, gut. Normalerweise steht es ja auch im Aufgabenbuch. Ja, da steht alles. Eskulapstab, Parfüm, Medizinflasche und ein Verband. Jetzt brauchen wir nur mehr Parfüm und gelöst. So. Gut, dann spulen wir mal ein bisschen vor. Boah, jetzt habe ich das ganze, die ganzen Goldmünzen verscherbelt. Pfui, Spinne. Das ist gar nicht gut. Operation gelungen, Patient tot. Sehr gut. Unser Patient ist gestorben. Was nun? Verflixt und zugenäht. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Grr. Lorena Foodman, du gehst bitte wieder Quacksalbern. Nimm gleich alles mit da. Das Inventar ist voll. Aha. So, ist mir wurscht. Ich erwarte eure Anweisung.
Quacksalbern. Wieder. Ja, da. So ist fein. So ist's fein. Na dann. So, Vollgas. So, unser Frauchen könnte ein bisschen trainieren gehen. Unser Sohnemann. Wo ist eigentlich Hanzo? Ist der jetzt erwachsen geworden? Eure Heiler können ihre Patienten nicht behandeln. Ja, kommt alles noch, Herrschaftszeiten noch einmal, immer dieser Stress. So. So. In Vino Veritas. Wie schaut's bei dir aus? Ja, da hast du wieder ein bisschen was dazu bekommen. Was können wir nehmen? Das da und das da, mir wurscht. So. Ist was? Tadadam. Gut. Seife und Wunderkuren. Ihr zwei geht's bitte Sumpfwurzeln sammeln, und zwar hurtigen Schrittes. So. 1000, sehr gut. Bam bam bam. Wir können eine Angestellte einstellen, sehr gut. Wollt ihr Marble Spring für ein Handgeld von 240 Goldmünzen einstellen? Gelehrte Marble Spring für Lohnkosten 132, ja. Und die Jahreszeit ändert sich wieder. Sommer haben wir jetzt. Gut. Du gehst dann bitte es da auch gleich geschehen. Mit. So. Hier du bin bist ich. Auch heim. Ardua prima via es. Nein, ist kein Stress, schaut nur so aus. Gut. So. Karren? Wo ist mein Karren? Karren? Wohin soll's gehen? Ich daher? Heile. Ach ja, ich weiß schon, ich wollte ja was einkaufen, ne? So. Und zwar ein bisschen Weizen. Meine Füße tun weh. Ach, jetzt stell dich nicht so an. So, gib Vollgas. Gut, dann wollten wir hier noch ein bisschen was davon einkaufen. So, und ein paar Verbände nehmen wir noch sicherheitshalber mit. So, sehr gut. Uff, so, und ausladen. Das dauert nicht lange. Jo, finde ja. So, lauf. Hier bin ich. Häuschen, ruh dich ein bisschen aus. Divide et impera. So. Und unser Frauchen. Ja? Könnte dann später, ja, im Rathaus quasi tätig werden. Das ist, glaube ich, keine so blöde Idee. So, jetzt spulen wir ganz schnell vor. Die Nachfrage von einem Kontor ist erloschen. Streng gesehen kann sie auch heuer gehen. Das geht schnell. Die Nachfrage ist erloschen. Aha, da wollte jemand die Umsatzsteuer wurde geändert. Die Umsatzsteuer ist auf 0% in Danzig, Danzig sage ich, in Hamburg gesetzt worden. Die Rechtsprechung wurde geändert. Die Rechtsprechung wurde geändert. Ja. Nach Hamburg ist momentan die härtere Rechtsprechung human. Und in Danzig ist sie gerecht. Wir haben jetzt drei Angestellte, die jetzt das Sumpfkräutchen holen. Ein Kontor kauft Lebensmittel an. Ah, in einem Kontor Fett muss ich können auch wir Rohstoffe günstig einkaufen. Du machst bitte Seife. Ihr seid erwacht. Du machst, du und gehst nun? Bitte hierhin, ja. Hierhin. So, genau, unser Karren. Der muss für uns noch ein bisschen Fett kaufen. Komm her, bin dann. Sofort da. Haben wir welches? Nein, wir haben, es gibt kein Fett. Das ist ja blöd. Ihr seid erwacht. Parfüm gibt's auch keins. Auweia, das ist schlecht. Müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Beati Paupere Spiritu. Ja. Ihr seid erwacht, ihr seid erwacht. Brücke bietet Rohstoffe an. 20 Silber, die nächsten 16 Stunden. Himmel hilf, Wispy hungert. 10 Körnerbreie, die nächsten 13 Stunden. Okay. Badam.
Ja. So, Seife mal hierhin. Und ein bisschen natürlich. Wunderkur. Und dann kannst du wieder Seife machen. So ist fein, so ist gut. Mist, verdammter. Gibt's hier denn keinen Bauernhof? Geben tut's einen. Was wird denn der kosten? Eines eurer Kinder kann eingeschult werden. Sehr schön. Und zwar unser Alexander. Wir was zusammen? Ja. Das ist doof. Aber Schule gehen ist super. So. Was nun? Bei mir wird Frauchen geht jetzt mal in die Politik. Achso, geht noch nicht, wir haben nicht genug Geld. Sei so, trainierst noch ein bisschen. Ja, sehr gut. Charisma werden wir üben. Alter, wann kommen denn die zurück? Na, ich spule mal wieder ein bisschen vorne. Und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Alter, wo müssen die Armen denn hinlaufen? Wie Sumpfwurzeln. 3000 Kilometer. Jetzt haben wir genug Geld für ein Amt. Prima, prima. Ja, der Part ist eben wieder zu Ende. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.